Yo Leute, was geht ab? Ich bin's wieder und heute mit einem neuen Roller-Vlog auf meinem Kanal. Und ihr seht's wahrscheinlich schon, neuer Roller, Piaggio Zip SSL25. Und ja, habe ich mir neu zugelegt. Ja, das wird jetzt wahrscheinlich mein Hauptroller. Eventuell, weil ich weiß nicht, wie es aussieht mit meiner Speedfight. Weil ehrlich gesagt habe ich irgendwie gar keine Lust mehr auf die. Deswegen wird die womöglich verkauft. 70 Kubik läuft, ist alles drin, außer Vergaser. Die geht jetzt für das dreifache Geld weg, wie ich den eigentlich gekauft habe. Für 350 Euro habe ich den gekauft und jetzt geht er mindestens für knapp 900, 920 locker weg. Und genau deswegen verkaufe ich den jetzt auch. Und ja, das wird jetzt mein Hauptroller. Oh, ich habe noch Blinker an. Das wird jetzt mein Hauptroller. Da wird auf jeden Fall auch. Die ist jetzt noch komplett original. Läuft knapp 70. Und ja, bei der werden auf jeden Fall geile, geile Projekte kommen. Das kann ich euch versprechen. Und bei dem Roller werde ich auch abfilmen, was ich einbaue und so weiter und so fort. Wird auf jeden Fall alles gezeigt. Und jetzt halte ich kurz da vorne an. Und dann zeige ich euch das gute Stück mal. Also die Beschleunigung von dem Teil ist echt gut. Boah, der zieht echt stark. Okay, also ich zeige euch mal kurz hier das gute Stück. So. Jo, warum? Auf jeden Fall, hier ist das gute Stück. Ihr seht's. Piaggio Zip. Komplett original. Naja, Rattenschwanz ist zwar weg. Originalauspuff. Wird auf jeden Fall viel kommen. Kennzeichen scheißegal, ist von 2019. Ja, komplett original, ich find's geil. Hier Vario-Kasten rot. Geiler Seitenständer gibt's auch. Kann ich euch auch zeigen. Guckt euch das Ding mal an. Sieht doch einfach geil aus. Sieht einfach richtig geil aus. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet. Aber ich find's mega geil. Und was ist denn jetzt los? Warum leuchtet denn hier die Birne? Scheißteil. Muss ich mal kurz nachschauen, ob ich noch Sprit habe. Das wäre echt scheiße, wenn nicht. Gucken wir mal nach. Nee, sieht nicht schlecht aus. Doch, da ist noch genug drin. Keine Ahnung, warum das anzeigt. Auch irgendwie kaputt. Sonst alles an dem Roller funktioniert. Hey, Digga, geht raus. So, alles an dem Roller funktioniert. Hat 25er Papiere. Ist eine SSL 25, also nicht 50er. Richtig geiles Ding. Das kann ich euch auch noch kurz zeigen. Das Ding geht besser. Besser in den Wheelie. So eine geile Wheelie-Maschine. Also, das Ding geht so geil hoch. Ich zeig's euch mal. Was leuchtet das Ding? Junge. Jetzt guck mal hier, so. Das Ding geht richtig geil hoch. Man muss ein bisschen aufpassen. Das Ding geht so geil hoch und die Beschleunigung von dem Teil
ist von einem anderen Planeten. Zwar, es läuft jetzt gerade nur so gute 70. Jo. Ja, 60. Jo, die Tachonadel spinnt einfach. Ja, gute 70 läuft das Ding auf jeden Fall. Und auf jeden Fall, das wird jetzt ein bisschen kürzeres Video, aber zu dem Roller werden auf jeden Fall viele Projekte kommen, unter anderem der 70 Kubik Einbau. Was noch? Ja, ich habe jetzt einen Leo Wins bestellt. Jo. Ich habe jetzt einen Leo Wins bestellt. Was hupt der? Was hupt der? Was war das für ein Idiot? Auf jeden Fall Leowinds TT-Auspuff habe ich bestellt. Der kommt auf jeden Fall dran. Und sonst ja. Der neue Vergaser wird auch noch dran kommen. Neuer Luftfilter. Also den Roller, ich habe den jetzt seit gestern, aber ich kann ihn einfach nur empfehlen. Der lässt sich so geil fahren, da kann meine Speedfight nicht mithalten. Der lässt sich so sauber fahren. Auch wenn der Original ist. Das Ding ist einfach so geil, ich kann es nur weiterempfehlen. Das Ding ist so geil. Ich fahre jetzt kurz auf eine abgesperrte Strecke und dann zeige ich euch ein paar Wheelies und ein paar Einzelheiten vom Roller. Bis gleich. Viel zu dem Roller gibt es eigentlich nicht zu erklären. Doch, mein Vorbesitzer, der hat hier ein weißes LED-Licht eingebaut. Sieht auch richtig geil aus. Sonst gibt es eigentlich nichts zu erklären. Ist ja eigentlich komplett original. Ist halt clean. Ja, genau, eine neue Sitzbank wird auch noch hinkommen, diese kürzere, wo hier hinten so runter geht. Und ja, ich kann's, mit dem bin ich mir noch nicht so sicher. Aber die Wheelies gehen auf jeden Fall mit dem Ding. Das ist, muss ich aufpassen. Aber die Wheelies gehen auf jeden Fall nach hinten sitzen und dann. Und dann Ding hochziehen und easy. Jo. Verfolgungsjagd. Yibi. Keine Ahnung, was mit diesen Stoßdämpfern los ist, aber die sind so hart vorne. Man hört's, aber die sind so hart. Keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall, das war jetzt ein kurzes Video. Ich wollte nur zeigen, ich habe eine neue Zip. Mit der werden geile Tuning-Sachen kommen. Und sonst würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und aktiviert die kleine Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und checkt gerne mein Insta und mein TikTok ab. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Peace!